Heute für euch 10 große Harry Potter Handlungslöcher. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einigen der neuen Harry Potter Handlungslücken befassen. Allerdings werde ich in diesem Video nicht selber über Theorien spekulieren, sondern ich werde euch meine Lieblingsideen vorstellen, die ich online gefunden habe. Diese Theorien stammen von Fans der Reihe, die ich meistens im englischen Raum in Foren oder Webseiten gefunden habe. Es gibt ziemlich viele davon, aber heute habe ich 10 davon ausgewählt, die am treffendsten sind. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt loslegen. Nummer 1. Petunias magisches Wissen. Am Anfang von Buch 2 wird erwähnt, dass die Dursleys nicht wussten, dass Harry außerhalb der Schule keine Magie anwenden durfte, zumindest bis die Briefe eintrafen, die es ihnen mitteilten. Wie konnte Petunia also nicht wissen, dass minderjährige Zauberer und Hexen außerhalb der Schule keine Magie anwenden dürfen, besonders wenn sie mit Lily Potter aufgewachsen ist? Diese Theorie ist wirklich faszinierend, und um ehrlich zu sein, habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber natürlich hätte Petunia genau das wissen müssen. Einige andere Fans haben auf diese Theorie geantwortet und die Idee vorgeschlagen, dass Petunia vielleicht einen Verleugnungskomplex gegenüber Lilys Magie hatte, der dazu führte, dass sie alles ausblendete, was mit der Welt der Zauberer zu tun hatte. Allerdings könnte man meinen, dass wenn es direkt vor ihrer Nase und ihrem eigenen Haus geschah, etwas an ihre unterdrückten Erinnerungen aus ihrer Kindheit in Bezug auf Lily erinnert hätte. Immerhin ging Petunia als Kind so weit, einen Brief an Dumbledore zu schreiben und darum zu bitten, dass sie in die Zauberschule aufgenommen wird, obwohl sie keine Hexe ist. Das bedeutet, dass sie zumindest genug über die Zauberschule für Hexerei und Zauberei wusste, um den Schulleiter zu kontaktieren. Nummer 2. Fehler auf der Karte des Rumtreibers. Als Lupin Sirius, Harry, Ron und Hermine in der heulenden Hütte findet, behauptet er, dass er wusste, dass sie dort waren, weil er sie auf der Karte des Rumtreibers gesehen hat. Wenn das der Fall wäre, hätte er sicherlich 2 Versionen von Harry und Hermine sehen müssen, da sie in der Zeit zurückgereist waren und nur 20 Meter hinter ihnen waren. Sicherlich wäre Lupin ziemlich verwirrt gewesen. Doch die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass die Karte des Rumtreibers kein besonders ehrlicher magischer Gegenstand zu sein scheint. Zum Beispiel könnten Animagi nur dann in ihrer Tierform auf der Karte erscheinen, wenn der Betrachter bereits weiß, dass diese Hexe oder der Zauberer ein Animagi ist. Mit anderen Worten könnte die Karte des Rumtreibers täuschen. Das erklärt, warum nur Lupin in der Lage war, Peter Pettigrew auf der Karte zu sehen, als er in Form von Rons Hauskatze Krätze war. Vielleicht wurden also auch zukünftige Versionen von Personen nicht auf der Karte angezeigt, es sei denn, der Betrachter wusste, dass er sie dort suchen sollte. Nummer 3. Erinnerungen von Harry. Warum hat Harry am Ende des 4. Buches nicht seine Erinnerung an Voldemorts Rückkehr in das Denkarium gelegt und es dann Fudge sowie anderen Mitarbeitern aus dem Ministerium einfach gezeigt? Das hätte nahezu alle Probleme des 5. Buches gelöst. Diese Frage beschäftigt nicht nur einen, sondern viele Fans. Warum hat Harry das nicht einfach getan? Er hätte problemlos seine Unschuld gegenüber Fudge beweisen und gleichzeitig belegen können, dass Voldemort zurückgekehrt war. Die Vermutung lautet, dass Fudge Harry beschuldigt haben könnte, die Erinnerung einfach manipuliert zu haben, um sie seiner eigenen Version anzupassen. Das stellt jedoch eine recht anspruchsvolle magische Fähigkeit dar. Und wie wir wissen, war Harry nicht gerade der Stärkste, wenn es um derartige Zauberei ging. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt der Saga. Es ist ebenfalls zu betrachten, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal mit seinem Occlumentic-Unterricht bei Professor Snape begonnen hatte und darin nicht so herausragend war, würde ich mal sagen. Einige Fans haben auch die Möglichkeit angesprochen, dass Fudge Dumbledore beschuldigt haben könnte, Harrys Gedächtnis manipuliert zu haben, da Fudge bereits den Schluss gezogen hatte, dass Harry und Dumbledore gemeinsame Sache machten. Obwohl das eine interessante Überlegung ist, halte ich dies für eine Theorie, die weiterhin diskutiert werden sollte. Nummer 4. Der Hogwarts Express. Fährt der Hogwarts Express wirklich nur von King's Cross nach Hogsmeade und zwar nonstop? Nehmen wir zum Beispiel Neville, der eindeutig aus Yorkshire stammt, zumindest laut der Filme. Das liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen London und Schottland. Warum muss er nach London fahren, um einen Zug zurück nach Yorkshire und weiter nach Hogwarts zu nehmen? Und was ist mit Cho Chang und Oliver Wood? Müssen sie wirklich von Schottland nach London und wieder zurück nach Schottland fahren? Wir sehen Cho in den Filmen auf jeden Fall genau so. Warum ist alles so London-zentriert? Das ist meiner Meinung nach eine fantastische logistische Lücke. Nummer 5. Hagrids Werwolfsjunge. Eines der besten Handlungslöcher ist im 2. Buch zu finden, wo jemand sagt, dass Hagrid, als er ein Schüler war, Werwolfsjunge unter seinem Bett aufzog.
Also, er hatte buchstäblich Menschenbabys, die bis auf eine Nacht im Monat unter seinem Bett lebten, wo sie sich verwandelten? Ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das ist einfach zum Totlachen. Ich betrachte es weniger als Handlungslücke, sondern eher als riesiges Versehen. Aber egal wie man es sieht, es ist auf jeden Fall ein Fehler. Es war eindeutig beabsichtigt, dass Hagrid magische Geschöpfe unter seinem Bett aufbewahrt und nicht Menschenbabys bzw. Werwolfsjunge. Nummer 6. Sirius Blacks Probleme. Sirius allein schafft ein paar von Problemen. Der Anfang des Steins der Weisen. Dumbledore stellt keine Fragen, als Hagrid sagt, er habe sich Sirius Motorrad geliehen, obwohl Sirius derjenige ist, der die Potters verraten haben soll. Eulen haben Sirius immer gefunden, wenn er auf der Flucht war. Warum also konnte das Ministerium das nicht? Zu diesen Handlungslücken habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich sie für verdammt brillant und unglaublich treffend empfinde. Nummer 7. Charlie Weasleys Zauberstab. Die Lücke in der Handlung, an die ich mich immer wieder erinnere, ist, dass Rons Zauberstab eigentlich Charlies ehemaliger Zauberstab war. Zauberstäbe sind eigentlich keine Gegenstände, die man weitergeben kann und vor allem auch will. Charlie sollte seinen Zauberstab immer noch für verschiedene Dinge gebrauchen und ihn wegzugeben macht ihm das Leben nur schwieriger, irgendwie. Das ist für mich also eine interessante Handlungslücke. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, dass Ron Charlies alten Zauberstab bekommen hat, da die Familie Weasley nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Aber wenn Ron Charlies Zauberstab bekommen hätte, hätte Charlie einen neuen Zauberstab gebraucht. Und Zauberstäbe sind nicht dazu gedacht, weitergegeben zu werden. In der Tat sind sie dafür bekannt, dass sie rebellieren und nicht richtig funktionieren, wenn sie Hexen oder Zauberern gegeben werden, zu denen sie ursprünglich nicht gepasst haben. Also war Charlie entweder ohne Zauberstab, was wie wir wissen nicht der Fall war, oder es wurde ein neuer Zauberstab für ihn gekauft. Warum nicht den für ihn bestimmten Zauberstab also behalten und Ron seinen eigenen besorgen? Es ist ja nicht so, dass er abgenutzt gewesen wäre wie ein altes Paar Schuhe. Wirklich sehr merkwürdig. Nummer 8. Die Kammer des Schreckens. Eine Stelle, die ich immer für ein großes Handlungsloch gehalten habe, ist, dass Harry den Eingang der Kammer des Schreckens entdeckt hat, aber Dumbledore nicht. Harry fand heraus, dass Myrte das Mädchen war, das vor 50 Jahren gestorben war und fragte sie, wie bist du gestorben? Aber Dumbledore war vor 50 Jahren dort und wusste, dass Myrte das Mädchen war, das gestorben war. Warum ist er dann, als die Kammer wieder geöffnet wurde, nicht sofort zu Myrte gegangen und hat sie alles über ihren Tod gefragt? Es scheint ziemlich seltsam, dass ein Zauberer wie Dumbledore das nicht herausfinden konnte. Natürlich wäre er nicht in der Lage gewesen, die Kammer zu öffnen, aber er hätte doch wissen müssen, wo der Eingang war. Meiner Meinung nach ist das ein weiteres großes Handlungsloch. Hätte Dumbledore nicht wissen müssen, dass er Myrte fragen muss? Es gibt aber immer noch eine Theorie, dass er davon wusste, dass er Myrte fragen konnte, aber er bereitete Harry darauf vor, eines Tages gegen Voldemort anzutreten. Ich persönlich würde es ungern glauben, dass dies wahr ist, weil, naja, das macht einfach nicht so viel Sinn. Andererseits würde es auch Sinn machen, denn die Vorstellung, dass Dumbledore nicht auf die Idee gekommen wäre, Myrte zu fragen, passt einfach nicht. Aber auf der anderen Seite, Kinder in Gefahr bringen dafür, dass Harry dann irgendwann vorbereitet ist, weiß ich ja nicht. Nummer 9. Snapes Lehrbuch der Zaubertränke. Warum hat Severus Snape sein altes Zaubertränkebuch der Schule gespendet? Damit die Schule es ausleihen kann? Damit irgendwer seine Notizen liest? Er scheint dafür nicht der großzügige Typ zu sein, oder? In einigen Reaktionen auf diese Theorie wurde jedoch erwähnt, dass er sie vielleicht absichtlich hinterlassen hat, um Harry zu helfen, in der Klasse voranzukommen und schließlich seine magischen Fähigkeiten zu verbessern, da er der Konfrontation mit Voldemort immer näher käme. Schließlich erkennt er an einer Stelle in der Halbblutprinz, dass Harry das Lehrbuch benutzt, das ihm einst gehörte, und er nimmt es ihm nicht weg. Und schließlich Nummer 10. Voldemorts Besuch im Ministerium. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass Voldemort im 5. Buch versucht, Harry in die Mysteriumsabteilung zu locken, um die Prophezeiung zu erhalten, weil er nicht riskieren will, selbst ins Ministerium zu kommen, aus Angst aufzufliegen. Dennoch taucht er trotzdem auf, als Harry dort ist, und gibt sich schließlich zu erkennen. Dieses Handlungsloch ist wirklich zutreffend. Ich glaube nicht, dass es eine Erklärung gibt, die dieses Problem lösen könnte. Zumindest meiner Meinung nach. Und das war es wieder mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.